Hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3 mit mir, dem Tranke. Ja, letzte Woche kam nichts aufgrund vom Pokémon, weil das neu rauskam. Ja, heute ist endlich der Bossfight mit dem Rittergeist angesagt. Den werden wir heute fangen. Ich hoffe, ich ralle wie ihr denken, anfangen muss. Ich spreche Deutsch heute schon wieder nicht hin. Ist super. Na dann, lass die Ritterspiele beginnen. Zumindest glaube ich, so, dass es so sein wird. Also er wird safe mit irgendeiner Ritterwaffe auf mich losgehen. Dieser komische Artus da. Okay, ich werde auf jeden Fall den Saugnapf brauchen. Und es ist die Frage, wie ich ihn dazu kriege, dass ich das überhaupt machen kann. Ich muss auf jeden Fall irgendeinen Moment erwischen, wo ich ihn blenden kann. Kann ich nicht blenden? Hallo? Ey, die schießt mit Pfeilen auf mich! Hallo? Bin bereit! Ach, da! Da war der Moment! Da war der Moment, ich hab's gesehen, kurz bevor der angreift. Ich habe so gute Reflexe. Aua. Meine Münzen! Die fliegen ja durch die halbe Welt! Du siehst richtig cool aus. Das muss ich dir lassen. Ich bin bereit. Ich bin bereit, dir eine zu geben. Ja, ja. Da! Seht ihr, da ist der Moment. So ganz knapp, bevor der angreift. Da geht er seinen Schild weg und dann kann ich ihm eine verpassen. Habe ich halt gerade eben ganz schnell noch so gesehen. Und so, heute bin ich so ausgefallen, mal nicht verpennt. Deswegen habe ich heute auch mal bessere Reflexe. Ah, jetzt schon wieder. Ja, komm her. Du Pfeife von einem Ritter. Bist du ein Ritter oder bist du König? Ich glaube, du bist König. Ich gucke ja sowieso im Nachhinein, wie die heißen, ne? Und benutzt es dann im Titel und auch im Tag. Nein, lass mich doch das Geld noch alles haben. Bitte. Das Geld sieht doch so schön aus. Na komm. Muss ich auf jeden Fall erstmal die ganze Rüstung wegkriegen. Das ist klar. Wow. Easy. Und tschüss. Gleich hast du keine Rüstung mehr. Dann bist du kein Ritter mehr. Geh weg! Oh, da liegt noch einer. Ach so, jedes Mal, wenn er diesen Speer nach oben Emote macht, dann sagt er seinen Bogenschützen, dass sie schießen sollen. Okay, das habe ich gerallt. Ich sehe doch, was du vorhast. Und tschüss! Sag mal, wie viel hält denn deine scheiß Rüstung aus? Reitet aber auch wirklich genau in die Richtung, die ich laufen will, ne? Ach, die können doch eh nicht zielen. Sag ich doch. Na? Kennst du schon mein Blitzlicht? Sieht so wunderschön aus. Vor allem, wenn sie in deine Fresse landet. Wenn ich ein Stück von deiner Rüstung habe, würde gerne cosplayen. Ach ja. Welchen Geist fandet ihr eigentlich bisher am schlimmsten? Bei mir war es auf jeden Fall dieser Taschenkorb. Den fand ich so brutal. Das war da auch der einzige Gegner, weil ich Schiss bekommen hatte. Also Schiss im Sinne von, der macht mich gleich fertig. Also bisher bin ich zwar noch keinmal gestorben, aber dennoch dachte ich, der macht mich fertig. Ich habe vor allem Dingen. Hatte ich kurz die Befürchtung zu verlieren, als dann auf einmal dieser Bombenregen kam. Du bist ja mega easy. Ja, jetzt habe ich einmal zu spät gemacht. Ja,
Aber er macht auch wie alle anderen Bosse nur 20 Schaden und danach verpisst er sich wieder. Und wie es scheint, droppen mir diese Pfeile auch manchmal einfach ein Herz und dann ist es wieder geheilt. Hey. Kann jetzt diese scheiß Rüstung endlich mal weg sein? Ich kämpfe schon seit 6 Minuten gegen dich. Beziehungsweise seit 5. Okay, der ist jetzt wieder genau in mich reingelaufen. Ich hab hier einen Fall was. Ja, da seht ihr. Ah, scheiße, zu früh. Ich habe einen kurzen Moment zu früh gemacht. Aber auch wirklich minimal zu früh. Ach, guck mal, ich krieg einen Schlag ab und dann kommt direkt die nächste Pfeile und zieht von mir ein Herz. Ey, jetzt mal im Ernst, wie viel hält deine Kackrüstung aus? Ach, ist die jetzt endlich mal kaputt? Danke! Will nur das Herz. Ah, ich sehe schon, das ist wie bei dem Chefkonzert. Der dreht sich ein bisschen und dann, wenn er verfehlt, dann ist er verwirrt. Und dann kann ich ihn blenden. Ja, sag ich doch. Pfeife! Wieso haben wir eigentlich nicht Luigi dahin, dass er die Schläge kassiert? Kann ich wenigstens mal eben das Geld einsammeln? So, ich muss aber auch tatsächlich ausweichen. Also auch Luigi darf nicht getroffen werden. Also dein Drehangriff ist ja echt nur kurz. War ja easy dem auszuweichen. Wäre geknallt, die ich gehabt. Nö. Ich hab dich. Mit deinem Schwert. Und danach wird man ja auch direkt nochmal Vögel hier. Habe ich eigentlich alle Juwelen hier gefunden? Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das ist schon eine Woche her. Kann ich das nachgucken? Nee, ein Juwel fehlt mir tatsächlich. Bin aber schon aufs nächste Stockwerk gespannt. Stockwerk 7. Dann gehen wir mal hin. Okay, da kann ich lang. Ich will euch auf jeden Fall noch alle Juwelen zeigen. Also zur Not werde ich auf der letzten Etage, bevor es da zum Endboss geht, noch einfach einmal zurückgehen und durch jede Etage nochmal gehen, nur um die letzten Juwelen zu finden. Plus alle verehrenden Ubus. Einfach um voll zu kriegen. Ach, guck mal. Alle Juwelen gefunden. Der lag einfach hier oben. Perfekt. Ich kann dann jetzt hier einfach gehen, ne? Ihr braucht mich nicht mehr. Tschüss. Ich verschwinde. Schau hier, Ritter-Heinis. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Ich habe tatsächlich so 8 Minuten mindestens gebraucht, um den Platz zu machen. Also diese Rüstung von ihm hier hat ordentlich was ausgehalten. Das muss man dem lassen. So, nächste Etage. Dann rein mit dem Knopf. Und rein! Übrigens, nachdem die Story fertig ist, werde ich auch mal ein paar Multiplayer-Runden machen. Zum einen erst einmal mit einem Kollegen an einer Konsole. Ukos ist das nächste offenbar. Und... ja. Ich glaube, beim Konzeptbereich habe ich noch nicht den Bubu. Und danach werde ich auch mal ein paar Online-Runden machen. Also, vielleicht würden wir uns dann mal dabei sehen. Ich gucke auf jeden Fall, dass ich jetzt ab sofort mindestens eine Etage pro Folge mache. Also kann sein, dass ab demnächst die Folgen länger werden. Ich meine, ich habe den Bubu hier noch nicht. Ich bin mir nicht sicher.
Ich weiß nicht, was da hinten vonstatten geht, aber ich gehe lieber. Das sah merkwürdig aus. Hier fehlt mir auch noch ein Juwel, das weiß ich. Aber ich denke mir, dafür muss ich erstmal irgendwas freischalten, bevor ich das machen kann. Ja, dann gehen wir mal ins Ökohaus. Zur Not, wie gesagt, am Ende mache ich alle Buhus und alle Juwelen nochmal. Das wird dann höchstwahrscheinlich hier so eine Live-Premiere sein. Wisst ihr was? Wir machen jetzt noch nicht das Ökohaus. Wir gönnen uns die Sequenz. Aber ich gehe dann in die anderen Etagen zurück. Ich kaufe mir bei Igitt jetzt diesen Juwelenfinder und dann gucke ich mal, dass ich alle Juwelen, die bisher fehlen, mal eben finde. Oder zumindest aus ein, zwei Bereichen. Weil ich würde das hier gerne in ein Video packen. Und nicht in zwei. Ich könnte alles noch eben gucken, ob sich hier am Eingangsbereich noch eben ein Juwel versteckt. Das kann ich mir nämlich sehr gut vorstellen. Einfach mal eben so, zack. Es wäre zumindest nichts Unnatürliches, würde sich hier was verstecken. Wow. Ja, hier ist auf jeden Fall haufenweise Geld und darüber freue ich mich natürlich riesig. Ist hier irgendwo... Okay, da war ein Blümchen. Wow. Okay, hier fehlt was. Und da ist ja auch schon das erste Juwel. Dann sehe ich gleich, wie die aus der Etage aussehen. Das sind so Blumenjuwelen. Okay, das erste davon habe ich. Ja, ich gehe jetzt hier zurück. Und will auf jeden Fall in den Läden jetzt nochmal nach den Juwelen gucken. Weil ich will das halt wirklich in einen weiteren Part packen. Bei den Läden, da bin ich mir sicher, dass ich ein paar Stellen vergessen habe, überhaupt nachzugucken. Weil ich kann mir zum einen gut vorstellen, dass in dem oberen Bereich, dass man da drum konnte, weil ich über der im Fahrstuhl ja so eine Kiste, glaube ich, gesehen hatte. Also hier oberhalb hatte ich irgendwo was gesehen. Hier fehlen mir drei Juwelen. Ich gehe jetzt tatsächlich einmal kurz ins Labor zurück. Den Timer mache ich mir dann übrigens mal aus. Dass ich zumindest von hier mal eben kurz die Juwelen alle hole. Vielleicht auch von der Lobby. Ich kann ja schon das Shopping-Netzwerk nutzen. Außerdem sind es ja nur 11 Juwelen. Zusätzlich weiß ich dann auch noch direkt, in welchen Räumen ich bei dem darauffolgenden die finden werde. Das mache ich übrigens nur einmal, dass ich das mit den Juwelenfindern kaufe. Darauffolgend will ich die alle finden. So weiß ich zumindest, in welchen Räumen und muss nicht pausenlos suchen. Ich kann jetzt übrigens nicht verhindern, dass ich auf der Öko-Etage dann wissen werde, wo sie sind. So, damit habe ich alle gekauft. Die Buhu-Finder, die brauche ich nicht, weil die Buhus, die findet man auch so. Und da es zwei sind, die ich finden kann, habe ich tatsächlich irgendwo einen Buhu vergessen. Den ich noch suchen werde. Das war übrigens eins der ersten Male, wo ich es eingesetzt habe. Ich bin sonst immer den ganzen Weg gelaufen. Aua, mein Kopf. So, wo fehlt denn hier? Sehe ich das richtig? Alles auf Ebene 2 ungefähr. Ja, dann einmal hoch, ne? Ja, hier ist zum Beispiel ein Tor. Das habe ich offenbar vergessen. Da hätten wir schon mal fehlendes Juwel Nummer 1. Wodurch ich offenbar in diesem Bereich zurückkam, wo das Juwel dann offenbar auch ist.
Ich nehme das mal aus beiden Seiten auseinander. So. Luigi, mach du ruhig weiter. Nimm dich dann jetzt mit. Dann sage ich doch, hier oben hatte ich tatsächlich eine Kiste halt gesehen. Wo auch noch direkt der Kristall drin ist. Ist doch prima gelaufen. Hallo? Ich würde gern zurück. Hallo? Danke! Es wollte mich gerade nicht zurücklassen. So, der nächste, den müssten wir eigentlich auch dort ungefähr finden. Irgendwo hier. Vielleicht hinter dem Bild? Nee, aber da ist auf jeden Fall Geld. Das gönne ich mir. Luigi hat einfach mal alles verfehlt. So. Hier ist auch noch mal ein Tor. Da kann auch Luigi bestimmt durchlatschen. Ist hier was? Er kann hier durchfallen. Dann fällt er hier oben drauf. Okay. Hier ist auch noch mal ein Gitter. Da kann er offenbar durch. Jetzt bin ich in der Wand. Und hier ist eine Kiste. Aber komischerweise kein Juwel. Aber ich habe Kohle gemacht. Etwas Positives. Ah, jetzt sehe ich was. Da oben, da kann man offenbar drauf. Also ist hier wahrscheinlich irgendwo eine Leiter, die fehlt. Ja, guck mal da. Das sieht doch so aus, als ob hier eine Leiter fehlt. Wie ich das beim ersten Mal nicht bemerken konnte, bleibt ein Rätsel. Ich sammle jetzt auf jeden Fall die Juwelen, die hier sind. In der Lobby fehlt mir höchstwahrscheinlich mindestens eins. Luigi, du sollst einsackeln. Plagegeister. Danke. So. Und dann fehlen mir gleich hier keine Juwelen mehr. Ich will ja auch das Maximale an Prozent hinbekommen. Zumindest in der Hinsicht. Ich werde bestimmt nicht alle Geister gefangen kriegen. Beim ersten Mal. Da war nämlich auch noch irgendwas mit seltenen Geistern. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich hier mal komme. Erstmal so. Und die kann man ja auch noch umwerfen. Kriege ich jetzt meinen Kristall? Hallo? Der sagt ja hier. Ein Moment, Leute. Nee, hier wäre ich doch schon wieder im Bereich zu weit, oder nicht? Kann ich ein Wasser haben? Das ist der Überwachungsraum wieder. Einmal ziehen. Da fehlt nichts. Ich gucke einmal mit der Düsterlampe hier komplett durch. Ja, hier werde ich noch mal später nachgucken müssen. Also ich werde die offline suchen und dann einfach einsammeln und euch zeigen, wie man sie findet.
ich mache dann hier jetzt dann auch den Cut. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich wollte nochmal eben hier eben halt die Juwelen suchen. In der nächsten Folge mache ich dann auch tatsächlich hier das mit dem Öko. Also bei den Pflanzen da, dass ich da die Juwelen sammle. Ich und natürlich auch den Geist fange. Ich fahre jetzt schon mal hin. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Schau in die Düsenlampe.